Nun hatte ich alle Teile des Puzzles. Ich musste sie nur noch zusammenfügen, um den Mörder auszufinden. Das ist Carla. Carla hat alle Teile des Puzzles. Indizien von Nazer und Jones und auf Tylers Tisch die vom Restaurant. Der Name des Mörders musste hier irgendwo zu finden sein. Interessant. Wir schauen. Sich merken, ansehen. Schauen wir erstmal an. Die Abdrücke, die auf der Tatwaffe gefunden wurden. Die merken wir uns mal so. Merken. Halt. Einmal gesehen. So, ich finde jetzt den Kerl, ohne erneut seine Fingerabdrücke nehmen zu müssen. Ich gucke mir nur seine Daumen an. Oh, da haben wir jetzt wieder das. Ja, inzwischen falsche Phantombild. Aber sie hat ja genug, also auch sonst genug Beweise gegen Lucas eigentlich, sodass das Phantombild gar nicht so wichtig wäre wahrscheinlich. Sehen wir uns das mal an. Das Phantombild des Mörders. Verbindung. Nein. Naja, es geht zumindest einigermaßen in die Richtung des Bildes, was ich gemalt habe. Mit der guten Frau da. Oder erstellt. Jetzt klingelt ein Telefon. Ja, wo denn? Wo ist denn das Telefon? Ja? Inspektor Valenti. Hallo, ich bin's, Garrett. Hallo, Garrett. Ich wollte dir nur sagen, dass ich dir gerade die Testergebnisse von den Abdrücken auf dem Stift geschickt habe. Die dürften schon in deiner Mailbox sein. Super. Danke, Garrett. Ich guck sofort rein. Mailbox. Das Taxiunternehmen müsste dir die Liste der Fahrziele geschickt haben, die in der Mordnacht von der Straße des Lokals aus angefahren wurden. Dürfte bei dir im Fax liegen. Auch noch. Danke. Tschüss, Garrett. Tschüss, Carla. Tschüss. Okay. Also. Mails checken. Ansehen. Lucas Kanes Fingerabdrücke. Ja. Merken wir uns. Ich meine, dass an dem Stift Lucas Kanes Fingerabdrücke sind, ist ja gar nicht so ungewöhnlich. Das ist ja sein Stift. So, und da sind... Das ist das Fax. Die Liste der Fahrziele, die die Taxis in der Mordnacht anfuhren. Wenn der Mörder ein Taxi nahm, ist seine Adresse vielleicht darunter. Ich weiß gar nicht mehr, habe ich am Anfang ein Taxi genommen? Ich glaube ja. Ich kann mich nicht mehr richtig erinnern, ob ich ein Taxi... Ich glaube, ich habe ein Taxi genommen. Man hatte verschiedene Möglichkeiten, glaube ich. Taxi zu nehmen, zu Fuß oder U-Bahn? Oder bin ich in die U-Bahn? Ich weiß es nicht mehr. Nein, das bringt nichts. Ach, habe ich doch kein Taxi genommen. Herein? Hey, Carla. Ich sah noch Licht und dachte mir... Oder aber hat es diesen... Sag mal kurz Hallo. Die, ihr habt das entsprechend auch nicht gespeichert. Abends ist ruhiger. Da kann ich besser nachdenken. Durch mein neues Laden Carla, vorher. Ich habe da was auf dem Herzen. Schon seit einer Weile. Ich habe den Mörder vom Restaurant wieder gesehen. Oh. Er hat im Central Park ein Kind gerettet, das ohne ihn ertrunken wäre. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Hört sich blöd an, aber... Ich konnte ihn danach einfach nicht festnehmen. Ich glaubte, wir seien ihm was schuldig. Tut mir echt leid. Lassen Sie es gut sein, Martin. Ich hätte vielleicht genauso gehandelt. Ja. Ich bin auch noch eine Weile beschäftigt. Sie sind suspendiert. Kommen Sie rüber, wenn Sie Gesellschaft brauchen. Dann bis später. Okay. Also da hat es dann jetzt schätzungsweise mehr oder weniger zufällig die Entscheidung übernommen, die ich tatsächlich auch getroffen habe, nämlich das Kind zu retten. Ja, trinken wir erstmal einen Schluck. Das ist ja jetzt schon mal gar nicht so übel. Wusste gar nicht, dass Wasser gegen Depressionen hilft. Können wir das nochmal... Ja gut, depressiv zu sein heißt ja noch lange nicht, eine Depression zu haben. Ja, besser wird es leider nicht.
durch mehr Wasser. Okay, jetzt schauen wir uns hier noch ein bisschen um. Zum einen, ob wir hier noch irgendwelches Material haben. Was ist das denn? Oben rechts. Die Liste der Anrufe, die in der Mordnacht vom Telefon des Restaurants ausgemacht wurden. Vielleicht hat der Mörder auch telefoniert. Eigentlich ja nicht. Also nicht, dass ich wüsste. Das sind die Fingerabdrücke. Die Mail habe ich angeschaut. Jetzt schauen wir uns nochmal den Fetzen an. Der Börsennotierungsfetzen, der dem Mörder als Lesezeichen diente. Verbindung. Diese Indizien passen nicht zusammen. Okay. Finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Also dadurch, dass ich ja mehr oder weniger den falschen Fehler gemacht habe, dass ich einmal zu oft die Share-Taste gedrückt habe, wären ja jetzt da Dinge geändert worden, die nicht bewusst im Spiel durch mich geändert wurden. Oder ja, bewusst ändert man ja hier eigentlich von vornherein auch. Das meiste nicht, das stellt sich ja immer erst im Laufe des Spieles raus, welche Entscheidungen welche Folgen haben. Ich würde jetzt mal zu dem jungen Mann gehen. Ich schätze mal, das ist eine ganz gute Idee. Beziehungsweise, Moment. Was haben wir denn hier? Okay, das ist gar nichts. Da haben wir noch. Das ist auf jeden Fall ein Bild von Lucas, würde ich mal behaupten, da drin. Die Liste der Angestellten von Nasal und Jones. Wir haben Name, Adresse und Lichtbild jedes einzelnen ihrer Mitarbeiter. Ja. Da ist ja Kanes Akte. Ob er unser Mann ist? Naja, wir merken es uns mal. Also es besteht eine gewisse Unsicherheit, aber es sind ja, wie gesagt, trotzdem schon reichlich Beweise da eigentlich, die dagegen sprechen, dass er es nicht ist. Und wir wissen ja auch, dass er es getan hat. Also dementsprechend war es ja auch. Ja, jetzt bin ich hier eigentlich, glaube ich, soweit durch. Also ich sehe zumindest mal nichts, was ich jetzt hier noch machen könnte. Es sei denn... Ach, sind wir müde. Völlig fertig. Dann gehen wir nach Hause ins Bett, Frau. Hatten wir das schon? Doch, hatten wir schon. Diese Elemente ergeben zusammen keinen Beweis. Tja. Wir haben, hier, der junge Mann hat doch gesagt, wir sollen zu ihm gehen. Ja, genau. Wenn uns langweilig ist, aber in dem Fall ist sie einfach nur todmüde, glaube ich. Wo sitzt er denn, der Kerle? Na? Ich brauchte mal eine kleine Pause. Alles klar, Martin? Ah, ich wünschte mir, ich wäre mit all diesem Papierkram endlich fertig. Ja, wer wünscht das nicht? Ja, und das war's jetzt, das Gespräch, oder wie? Ja, nun. Das ist ja schön, dass wir drüber gesprochen haben, über den Papierkram. Ich dachte, sie unterhalten sich jetzt noch etwas intensiver über die Ich rette ein Kind und möchte dafür für meinen Mord verschont bleiben Geschichte. Ja, aber irgendwie scheint da jetzt aktuell nichts weiter zu gehen bei dem jungen Mann. Gehen wir halt wieder ins Büro. Ich wüsste jetzt nicht, wo ich jetzt hier noch hin sollte. Ich kann mal jeden Arbeitsplatz irgendwie abklappern, ob vielleicht da irgendwo noch Sachen liegen, die mit dem Fall zu tun haben, aber normalerweise ja nicht. Zumindest scheinen wir mal gerade keinen Zeitdruck zu haben, deswegen genießen wir die Ruhe doch einfach mal. Nö. Guck mal, ein Kärtchen. Das ist geil. Da lohnt sich doch das Rumlaufen wieder. Vielleicht ein Kaffee. Oh ja. Ohne Milch, ohne Zucker. Schwarz. Rinnenkopf. Siehste, jetzt ist sie nur noch überreizt. Sie hat ihn auch kochend heiß getrunken. Wer wäre dann nicht nur noch überreizt? Ich nehme gerade noch einen.
hebt die Laune in dem Moment aber leider nicht weiter. Wie das Wasser vorher auch. Vielleicht ist sie jetzt etwas gesprächiger gegenüber dem Kollegen. Oder aber findet im Büro noch irgendwelche Sachen, die sie vorher nicht gefunden hat. Wo sitzt denn der gute Mann jetzt wieder? Da. Ich habe Martin nichts Neues zu sagen, also lass ich ihn besser arbeiten. Ja. Lass ihn mal arbeiten. Dann gehen wir halt wieder ins Büro. Ei. Nochmal einen Kaffee. Damit endet meine Geschichte. Was? Ich hatte meine Kräfte anscheinend überschätzt. All diese Jahre bei der Polizei, all diese Morde und tagtägliche Gewalt hat mich zermürbt. Ich gab dem Chef mein Kündigungsschreiben und zog nach Kalifornien, wo mein Vater ist irgendwie ein schlechter Tag. Weiß auch nicht. Irgendwie habe ich heute einen schlechten Tag. Alles scheitert. Aber ich bin auf jeden Fall... Ja, das haben wir schon mal gehört, glaube ich. Ich bin auf jeden Fall raus aus der Geschichte. Bla bla bla, hoppel hoppel. Wir machen das Ganze eben nochmal von vorn. Es wäre tatsächlich leichter, wenn man jetzt einfach sagen würde, okay, das Fräulein Valenti ist aus dem Spiel, die hat aufgegeben, wir machen mit Tyler allein weiter die Ermittlung. Weil jetzt hier noch weiter Beweise zu finden... Also der eine war ja relativ... Ist ja jetzt relativ klar, den nehme ich auch gleich. Beziehungsweise nehme ich nicht, weil ich habe ja die E-Mail noch nicht. Das Phantombild des Mörders. Merke ich mir mal. Ja. Und jetzt gehe ich einfach mal die Akte anschauen von den Mitarbeitern, wenn ich die finde. Ja. Die Liste der Angestellten von Nasal und Jones. Wir haben Name, Adresse und Lichtbild jedes einzelnen ihrer Mitarbeiter. Da ist ja Kanes Akte. Ob er unser Mann ist? Schauen wir nochmal. Eine vage Ähnlichkeit. Was? Aber das reicht nicht als Beweis. Eine vage Ähnlichkeit. Hast du auf den Augen, Fräulein? Ja. Inspektor Valenti. Hallo, ich bin's, Garrett. Hallo, Garrett. Ich wollte dir sagen, dass ich dir gerade die Testergebnisse von den Abdrücken auf dem Stift geschickt habe. Dürften schon in deiner Mailbox sein. Super. Danke, Garrett. Ich guck sofort rein. Das Taxiunternehmen müsste dir die Liste der Fahrziele geschickt haben, die in der Mordnacht von der Straße des Lokals aus angefahren wurden. Dürfte bei dir im Fax liegen. Danke. Tschüss, Garrett. Ho. Tschüss, Carla. Das probieren wir sofortens aus. Wir haben... Also, wenn ich mich recht erinnere, habe ich ein Taxi genommen. Das heißt... Das... Merken wir uns mal. Ich meine, ich möchte generell nicht, dass Lukas jetzt hier tatsächlich belangt wird. Aber ich muss ja auch hier irgendwie weiterkommen. Diese Adresse kommt mir bekannt vor. Siehste. Ja klar, in der Mordnacht brachte ein Taxi einen Fahrgast zu Kanes Wohnung. Ja. Damit hätte ich den ersten Beweis. Um sicherzugehen, dass Kane unser Mann ist, brauche ich aber noch einen. Ja, der ist ja jetzt lockerflockig gefunden, ne? Nämlich die Fingerabdrücke. Die E-Mail haben wir. Die Liste mit den Fingerabdrücken, beziehungsweise... Ja genau, das haben wir da. Das machen wir jetzt mal im Schnelldurchlauf hier. Wir sehen es uns nicht an, wir merken es uns gleich. Ja, ja, Frau. E-Mail. Und dann müsste es jetzt ja eigentlich wieder besser gehen. Verbinden. Eins ist sicher. Die Abdrücke vom Restaurant und die vom Stift gehören derselben Person. Jetzt besteht kein Zweifel mehr. Lukas Kane ist der Mörder. Das muss ich sofort Tyler mitteilen. Juhu. Herein? Tag.
Hey, Carla. Ich sah noch Licht und dachte mir, ich sag mal kurz Hallo. Nett von Ihnen, Martin. Abends ist es ruhiger. Da kann ich besser nachdenken. Carla, ich hab da was auf dem Herzen. Erzähl. Seit einer Weile. Ich hab den Mörder vom Restaurant wieder gesehen. Er hat im Central Park ein Kind gerettet, das ohne ihn ertrunken wäre. Auch schon als Mörder. Ich hab's mit eigenen Augen gesehen. Hört sich blöd an, aber... Ich konnte ihn danach einfach nicht festnehmen. Ich glaubte, wir seien ihm was schuldig. Tut mir echt leid. Lassen Sie es gut sein, Martin. Ich hätte vielleicht genauso gehandelt. Ich bin auch noch eine Weile beschäftigt. Muss Berichte tippen. Kommen Sie rüber, wenn Sie Gesellschaft brauchen. Nee, danke. Dann bis später. Auf das Gespräch habe ich keinen Bock. Er bringt ja nichts. So, Teile anrufen. Ach je. Sind eingefroren. Lass einfach klingeln, Schatz. Sind echt eingefroren. Sorry. Tut mir leid, ich tauch grad auf. Ich muss rangehen. Könnte wichtig sein. Tyler, nein. Es ist ein Mordfall. Vibe. Hallo? Wir haben ihn, Tyler. Ich komme sofort. Die Frage ist nur, Tyler, wo ich warne dich. Kommt er sofort? Wenn du jetzt gehst, werde ich dir das nie verzeihen. Dauert nicht lang, Baby. Trink schon mal einen Schluck Shampoos und dann bin ich sofort wieder da. Tut mir leid, Sam, aber das ist echt wichtig. Und was ist mit mir? Bin ich nicht wichtig? Tyler! Man muss differenzieren zwischen Arbeit und Privatleben, Fräulein. Da gab es was. Ups. Was geht jetzt ab? Agar, ist das... Nee. Hä? Ist das der komische... Dingsbums-Typ hier? Ist schon geschlossen. Tut mir leid. Ich brauche nicht lang. Laster nachtitlan quentiet, krachzasni, kastanechli quechnibna nar. Oh, das ist die... Das ist die Bedienung gewesen vom Diner, oder? Auch umgelegt? Ich habe das letzte Teil des Puzzles gefunden. Jetzt müssen wir nur noch den Mörder festnehmen. Captain Jones hat uns alle Mittel bewilligt. Er kann uns nicht entkommen. Okay, da wären wir. Alle in Position. Tyler meinte gerade zu seiner Freundin, er ist gleich wieder da. Ist das so, wenn man zu einer Verhaftung geht? So. Okay, jetzt müssen wir nur mal gucken, welches ist denn der Gang? Ich glaube... Ich geh zuerst rein. Du deckst mich. Okay. Ah, die müssen wir gar nicht so wirklich suchen. Scheiß, die Wand an. Scheiße, was ist das denn? Da erinnere ich mich so gut wie gar nicht dran. Ich check die Türen. Türen check. Moment. So. Es dürfte ja niemand da sein. Lukas ist ja bei Agathas Haus, beziehungsweise hat jetzt gerade eben in einem Waschsalon wahrscheinlich jemanden umgebracht, mal wieder. Das ist ja echt heftig. Das hatte ich ja echt nicht mehr in Erinnerung. Scheiße, scheiße, scheiße. Verdammt! Der ist erstmal Holy weg. Fuck! Lass mal umsehen. Wann hat er denn das gemacht? Wann hat er denn die Zeit dazu? Der ist auf der Flucht, der Mann.
Es muss ein anderer, also es muss dieser komische Typ gewesen sein, der Kapuzentyp. Er rennt über die Straße. Was soll ich tun, Carla? Ihn stoppen. Wir kommen. Verstanden. Oh, jetzt wird's wieder hektisch, glaube ich. Es ist erneut geschehen. Jemand ist im Waschsalon gestorben. Ich hab's gesehen, als wäre ich dort gewesen. Agatha, aber du warst es nicht. Er verrät mir nun, was hier gespielt wird. Ja, genau. Tun Sie die Hände hoch! Ich hab jetzt hab ich gleich Stress, glaube ich. Verdammt, die Polizei. Sie haben mich bereits gefunden. Ich werde den Rest meiner Tage im Gefängnis absetzen und nie erfahren, was wirklich geschehen ist. Nein, das lasse ich nicht zu. Fuck. Das ist fast ganz schief gegangen. Gescheitert, siehst du? Das ist sogar ganz gescheitert. Okay, nochmal. Oh mein Gott, ist das wieder ein Durchgang. Stopp oder ich schieße. Nein. Keine Bewegung. Okay. Stopp oder ich schieße. Okay, wenigstens nicht alles verbrochen. Keine Bewegung. Ich bin sowas von konzentriert. Alles klar. Jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Keine Bewegung. Oh, ich bin sowas von konzentriert. Ich denke, das spürt man auch. Oh, ich bin so gut. Mehr oder weniger. Ficken! Und damit endet meine Geschichte. Ich spürte eine seltsame Kraft in mir, aber es gelang mir nicht, sie im richtigen Moment einzusetzen. Ja. Bei dem Versuch der Polizei zu entkommen, kam ich ums Leben. Ich werde nie erfahren, was an jenem kalten Januarabend wirklich geschehen ist. Interessant, dass du das uns so erzählen kannst, wie du ums Leben kamst. War ich lediglich ein Mörder. Na gut. Tun Sie die Hände hoch! Also, das Ganze nochmal von vorn. Verdammt. Drei Leben. Sie haben mich bereits gefunden. Jetzt muss ich versuchen, ich werde den Rest meiner Tage alles richtig zu machen. Absetzen und nie erfahren, was wirklich geschehen ist. Nein, das lasse ich nicht zu. Na toll. Stopp oder ich schieße! Nein, du schießt nicht. Keine Bewegung. Es ist so aufregend. God damn fucking Bullshit. Stopp oder ich schieße! Keine Bewegung. So.
Jetzt aber. Viva la Konzentration. New Yorker Polizei. Keine Bewegung. So. So. Schön. Und es sieht doch alles perfekt aus. Alles ist gut. Alles ist gut. Alles ist gut. Alles ist gut. Oh ja, ich bin gut. Ja, super. Das reicht mir aber auch erstmal. Da schau her. Jetzt guck zur Blät, geh. What? Ah. Hast du gesehen, was der eben gemacht hat? Da bleibt ihm die Spucke weg. Wir müssen ihn kriegen. Nächstes Mal entkommt er uns nicht.